Wir bauen auch für die Bewerbung. Machen wir als letzten Punkt noch. Zu beachten ist hier, dass man das sozusagen von rechts nach links liest. Also das macht ja bei der Bewegung in der Regel einen Unterschied, in welcher Reihenfolge man sie ausführt. Und hier also ist das so zu verstehen, dass man erst G anwendet auf X und dann F auf G von X. Also sozusagen von rechts nach links. Ich werde jetzt von verschiedenen Typen von Bewegungen halt vorrechnen, was man da als Verknüpfung bekommt. Also fangen wir mal mit dem einfachsten an. Wenn ich mit TV die Verschiebung in den Vektor V bezeichne, in welcher Reihenfolge man das ausführt, sagen wir mal TV, TB, da bekommt man dann als Verknüpfung die Verschiebung um den Vektor V plus W. Ja, also wenn ich sage, ich habe einen Vektor V, einen Vektor W, sagen wir beide Nullpunkt. Also ich habe einen Vektor V und einen Vektor W, beide sitzen an dem Nullpunkt. Und wenn ich jetzt einen Punkt X habe und den V verschiebe, dann lande ich ungefähr, ich fange mit B an. Also wenn ich hier einen B verschiebe, dann lande ich ungefähr hier. Hier ist D von X. Und wenn ich dann um V verschiebe, dann lande ich ungefähr hier. Sagen so aus. Also V plus G wäre ja der Vektor, der hier in dem, der hier die vierte Ecke des Parallelogramms ist. Und naja, also
TV von TV von X ist in diesem Fall dasselbe wie T von Kingsdoppler steht von X. Also ich selber mir mit Kingsdoppler steht verschoben hat. Gut, also anschaulich ist sicherlich klar und man kann es auch rechnerisch begründen. Wenn wir TV von TV von X bilden, also wenn wir X um W verschieben, bekommen wir ja X plus W. Wenn wir das gleich nochmal um V verschieben, bekommen wir X plus W plus V. Und das ist dann natürlich dasselbe wie X plus V plus W. Und das ist dann also das Ergebnis, wenn wir X um V plus W verschoben haben. Also, ein schwierigeres Beispiel wäre dann schon, wenn wir Spiegelung mit zwei parallelen Graden anschauen. B2. Gut, und ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich erst an B1 spiegel, erst an B1 spiegel und dann an B2. Also 2 plus 1, was ist das? Gut, und ich behaupte, das kann man einfach berechnen. Gut, man kann jetzt diesen beiden parallelen Graden hier den senkrechten Vektor einzeichnen, der von der einen Gerade zur anderen geht. Und ich behaupte jetzt, wenn ich die beiden Spiegelungen hintereinander ausführe, bekomme ich die Verschiebung um zweimal diesen Vektor. Also, sei V der Vektor der senkrecht zu meinen Graden ist. Thank you.
etwas der Abstand zwischen den beiden Geraden ist. Also so wie ich es hier eingezeichnet habe. Und dann behaupte ich jetzt, wenn ich erst an G1 spiele und dann an G2, dann ist das die Verschiebung zum Beispiel V. Also wir haben hier irgendeinen Punkt X und wir müssen jetzt zeigen, wenn wir den ersten an die 1 spielen und dann an die 2, dann wird der um 2 mal V verschoben. Gut, wenn wir den ersten mal an die 1 spielen, dann landen wir also hier. Das hängt von X ab, aber jedenfalls sei dieser Vektor der in X starten, der Vektor, der senkrecht in G1 endet. Also das wird hier auf der Mitte sein. Genauso verlängern, dann landen wir natürlich genau im Spiegelbild, weil das Spiegelbild hat ja von der Geraden eben denselben Abstand zu x. Thank you.
Wahrscheinlich ist das Bild zu klein, um mehr etwas zu nennen. Also, das wird mal größer. Also, das hier soll B1 sein. Das ist B2. Wir haben da V im rechten Winkel. Gut, jetzt haben wir hier X. V1x, was hier im rechten Winkel drauflegt. Und wenn wir dann nochmal V1x abtragen, auch wieder im rechten Winkel, dann landen wir genau im Spiegelbild. Gut, und jetzt machen wir weiter, machen wir dasselbe hier. Nehmen wir hier den Vektor V2, der auch wieder von X abhängt. Gut, der startet jetzt in S1 von X. Wenn ich den jetzt nochmal genauso verlängere und auch wieder im rechten Winkel, dann kriege ich das Spiegelbild von dem Punkt S1, also dann kriege ich S2 von S1 von X, also S1x von X gespiegelt an der geraden G2. So, dann kriegen wir jetzt also zunächst erstmal S2 von S1 von X. Okay, schreibe ich mal hin. S1x plus 2 mal V2x. Und wenn ich dann hier S1 einsetze, also X plus 2 mal V1x und dann 2 V2x. Also x plus 2 mal V1 x plus V2 x. Gut, und wenn man sich das hier aber anschaut, V1 plus V2 gibt genau diesen Vektor V. Und insbesondere, also während V1 und V2 ja von X abhängen, ist die Summe also nicht von X abhängig, sondern die Summe ist immer V. Und wenn wir das dann einsetzen, kriegen wir also S2 von S1 von X gleich X plus 2 mal V. Ja, also für alle X. Gut.
Gut, ich meine, streng genommen habe ich es jetzt nur gezeigt mit dem Bild für die x, die links von die 1 liegen, oder für x, die rechts davon liegen. Können wir das entsprechend zeigen? Also, man bekommt hier S2, S1, ist die Verschiebung in dem Vektor 2. Zwei Drehungen haben, also Herr Alpha und Herr Beta Drehungen und also jetzt Drehungen, jetzt in den nächsten Beispielen sind immer mal Drehungen um den Nullpunkt. Also wenn ich sozusagen Herr Alpha und Herr Beta schreibe, dann meine ich Drehungen um den Nullpunkt und Herr Alpha oder Beta. Klar, dass ich hier insgesamt in den Winkel einfach das Beta gedreht habe. Das heißt, das ist hier dasselbe, als wenn ich x eben in den Winkel einfach das Beta gedreht hätte. Gut, man könnte das auch rechnerisch nachrechnen, was in diesem Fall mehr Arbeit ist, aber wir werden ähnliche Rechnungen nachher noch brauchen. Insofern möchte ich das einfach machen mit dem Beispiel hier vor. Also wenn ich das rechnerisch mache, also wenn ich auch hinschreibe, ich Matrizen für R Alpha und R Beta,
Also die Matrix 4R Alpha ist Cosinus Alpha minus Sinus Alpha Sinus Alpha Cosinus Alpha. Die Matrix 4R Beta ist Cosinus Beta minus Sinus Beta Sinus Beta Cosinus Beta. Wenn ich jetzt hier die Matrix-Multiplikation durchführe, also das zu rechnen, also da kriege ich Cosinus Alpha, Cosinus Beta, Minus Sinus Alpha, Sinus Beta. Dann oben Minus, also Cosinus Alpha mal Minus Sinus Beta. Und die Sache ist dann, dass hier genau die Additionstheoreme stehen. Also links oben steht der Cosinus von Alpha plus Beta und rechts unten steht dasselbe. Und links unten steht der Sinus von Alpha plus Beta. Gut, und rechts oben steht sozusagen Sinus von Alpha plus Beta, machen wir ein Minuszeichen davor, also Minus Sinus Alpha plus Beta. Gut, also wir bekommen hier genau diese Drehmatrix zum Winkel Alpha plus Beta. Hier ist jetzt, wenn wir Spiegelung in Geraden haben, also hier im Beispiel 2 hatten wir Spiegelung in parallelen Geraden. Jetzt schauen wir uns an, 2 Geraden schneiden. Also sagen wir mal den Nullpunkt der Einfachheit halber, also das hier 0 ist. Haben mit der X-Achse und
soll den Winkel Alpha halber haben mit der x-Achse. Dann jetzt S Alpha und S Beta. Behauptung ist, wenn ich die jetzt miteinander ausführe, also erst S Beta, dann S Alpha, dann bekomme ich eine Drehung in dem Winkel Alpha minus Beta. Und ich spiegle jetzt diese Frage, die der rechte Beta halber hat. Dann lande ich also hier. Bekomme hier S Beta x. Gut, und wenn ich mir hier zwischen dem Vektor x und d1. Also, wenn ich das jetzt hier spiegele, x gedreht um den Winkel 2 mal Gamma. Der seinerseits auch wieder von x abhängt. So, und dann nennen wir den anderen Winkel hier Delta, also der hängt von x ab.
ich jetzt hier in der Karte G2 spiele, dann bekomme ich also hier S Alpha von S Beta X und der Regel hier ist also der Delta auf der Delta. Okay, das heißt dann also, S Alpha von S Beta von X ist also R 2 Delta, also genau 2 Delta X von R 2 Gamma X. Jetzt aus Beispiel 3 wissen wir, wenn wir zweimal drehen, einmal im einen Winkel und dann im anderen Winkel, dann bekommen wir die Drehung und die Summe der Winkel. Gut, und jetzt haben wir hier aber das Delta plus Gamma, ist der Winkel zwischen die 1 und die 2. Der Winkel hier zwischen den beiden Graden, das ist ja die Differenz der Anstiegswinkel, also die Differenz aus Alpha halbe und Beta halbe. Womit wir für den Winkel, den wir hier berechnen wollen, also bekommen zweimal Delta X plus Gamma X, hängt nicht von X ab, und ist Alpha minus Beta.
Gut, also das heißt, wir haben also S Alpha S Beta X gleich R Alpha minus Beta X Beta X. Also die beiden Entwicklungen nacheinander geben uns eine Drehung um 2 Grad und die Differenz Alpha minus Beta X. Man hätte es statt des so geometrisch zu begründen auch rechnerisch lösen können. Also wenn man einfach mit den Matrizen rechnet, bekommt man es letztlich auch raus. Also wenn man Matrizen einsetzt, also S Alpha, ist ja Cosinus Alpha, Sinus Alpha, Alpha minus Cosinus Alpha, S Beta ist entsprechend Cosinus Beta, Sinus Beta, Sinus Beta, minus Cosinus Beta. Okay, wenn man das jetzt ausmultipliziert, man Cosinus Alpha Cosinus Beta plus Sinus Alpha Sinus Beta, dann hier Cosinus Alpha Sinus Beta minus Sinus Alpha Cosinus Beta. Sinus Alpha Cosinus Beta minus Cosinus Alpha Sinus Beta und schließlich minus Cosinus Alpha Sinus Beta. Sinus Alpha Sinus Beta. Sinus Alpha Sinus Beta und minus minus die Plus, also Plus. Cosinus Alpha, Cosinus Beta. So, das heißt, gut, nach den Additionstheoremen ist das, was hier links oben steht, Cosinus von Alpha minus Beta. Dann ist das, was hier links unten steht, das ist Sinus von Alpha minus Beta. Okay, rechts oben steht genau das Entgegengesetzte, also hier statt dem Minus habe ich ein Plus, bei dem Plus habe ich ein Minus, also hier steht Minus, Sinus, Alpha minus Beta und schließlich hier steht dann nochmal Cosinus, Alpha minus Beta,
Gut, also jetzt bekommen genau die Drehmatrix zum Winkeltreffer. Minus Beta. Erst eine Drehung und dann eine Spiegelung nimmt, dann bekommt man eine Spiegelung. Und umgekehrt, wenn man erst eine Spiegelung hat und dann eine Drehung, dann bekommt man die Spiegelung in Summe. Helfer plus Beta. Okay, also gut, das rechne ich jetzt nicht nochmal vor. Das Gründung kann man hier wieder generisch machen oder wie in den anderen Beispielen durch Matrix-Multiplikation. Also so ähnlich wie in den anderen Beispielen, wenn Sie das einsetzen und ausmultiplizieren, kommen Sie das jetzt nicht raus. Okay, zum Abschluss des Kapitels über Lösungen der Ebene noch einen Satz. Was wir benutzen ist, dass jede Bewegung eben
eine von verschiedenen ist. Also entweder Verschiebung oder Drehung. Wenn die Bewegung eine Verschiebung ist, dann können wir zwei Faden nehmen. Senkrecht zu V und im Abstand dann halt mal die Länge von V. Also wir haben einen Vektor V und wir nehmen jetzt zwei Geraden senkrecht dazu. Hier gerade ein halb mal die Länge von V ist. Also das heißt mit anderen Worten, dieser Vektor hier ist also genau die Hälfte von V. Okay, und dann müssen wir die Auseinanderausführung der beiden Spiegelungen Doppelte, also gerade eine Verschiebung in V. Das heißt, Verschiebung in V haben wir also schon mal geschrieben als miteinander als Flock von zwei Spiegelungen. Wenn die Bewegung eine Drehung ist, die sich im Drehzentrum mit Winkel Alpha einschneiden.
Epizentrum war einfach 2 Grad und der Windquell dazwischen soll etwa helle sein. Damit hätten wir also die Drehung. Und im dritten Fall, wenn die Drehung eine Spiegelung ist, dann ist es sowieso schon eine Spiegelung. Also und dann der vierte Fall. Und weil wir wissen, dass eine Verschiebung im Verknüpfen von 2 Spiegelungen ist, dann haben wir insgesamt 3 Spiegelungen. Also soweit zur Bewegung der Ebene. Das nächste Kapitel wird kürzer. Also okay, das nächste Kapitel heißt Bewegung des dreidimensionalen Raumes, aber hauptsächlich wird es um den dreidimensionalen Raum gehen. Thank you.
so an Ebenen. Okay, ich werde da einfach annehmen, dass die Ebenen so liegen, dass der Nullpunkt durch die Ebene geht. Also sozusagen unter Vektorräume. Okay, sagen wir mal, ich fange mal an mit dem einfachsten Beispiel. Eine Spiegelung in der XY-Ebene. Also, wenn ich an der XY-Ebene spiegle, wenn ich hier einen Punkt habe mit Koordinaten x, y, z und ich spiegle den an der XY-Ebene, dann heißt das, dass das Bild dann sein muss x, y, minus z. Also die Abbildung ist die, die x, y, z jeweils abbildet auf x, y, minus z. Gut. Und wenn man das als Matrix schreiben will, also als Matrix, wenn man das als eine Abbildung aus Matrix schreiben will, überlegt man sich, wo werden die Basisvektoren hin abgebildet. Also in die erste Spalte kommt ja das Bild von 1, 0, 0. Wenn ich mir anschaue, wo wird 1, 0, 0 abgebildet? 1, 0, 0 wird abgebildet auf 1, 0, 0. Also das wäre die erste Spalte. In die zweite Spalte kommt das Bild von 0, 1, 0. Okay, 0, 1, 0 wird abgebildet auf 0, 1, 0. Gut, und in der dritte Spalte kommt das Bild von 0, 0, 1. Wenn ich jetzt hier 0, 0, 1 habe, bekomme ich 0, 0, minus 1. Also die dritte Spalte ist 0, 0, minus 1. Okay, also das ist die Matrix, die diese Abbildung beschreibt. Also Sie können ausrechnen, also wenn Sie diese Matrix anwenden auf x, y, z und das ausmultiplizieren, kriegen Sie x, y, minus z. Okay, also das ist die Matrix für die Spiegelung in der xy-Ebene. Wenn ich jetzt irgendeine Ebene habe, wie kann ich da die Spiegelung durch die Matrix beschreiben? Wenn ich jetzt allgemein also die Spiegelung an einer Ebene machen kann, ist allgemein, also ich nehme mir erstmal eine Basis von der Ebene E und gut, man könnte irgendeine Basis nehmen, aber nachher für die Rechnung wird es einfacher, wenn man mit einer Orthonormalbasis anfängt. Also wir fangen mal an mit einer Orthonormalbasis. Und
zwei orthonormale Vektoren, die eine Basis bilden. Und gut, also meistens, das kommt dann auf andere, jedenfalls sagen wir, bei den Ebenen, die so in Prüfungen und so vorkommen, da ist es meistens dann nicht so schwer, sich direkt da zwei Basisvektoren zu suchen. Und okay, also wir haben hier in der Ebene, also zwei Basisvektoren U und V, die also Länge 1 haben sollen und senkrecht aufeinander stehen. Gut, und dann können wir den dritten Vektor nehmen. Das Skalarprodukt, das ist dann also senkrecht zu der Ebene. Nicht das Skalarprodukt, sondern das Kreuzprodukt, meine ich. Das Kreuzprodukt, das ist dann senkrecht zu E. Also das nennt man einen normalen Vektor. Also das ist sozusagen, ja, das ist schwer zu zeichnen, aber das ist sozusagen der Vektor, der da also rauszeigt aus der Ebene. Also ja, in dem Fall hier wäre das, bei der XY-Ebene wäre das der normalen Vektor gewesen. Und also sozusagen, das ist also der Vektor, der hier aus der Ebene rauszeigt. Also wenn die Ebene in der Tafel liegt, also halt in dieser Richtung. Also entweder diese oder die umgekehrte, je nachdem. Aber jedenfalls auf jeden Fall senkrecht aus der Ebene rauszeigt. Okay, und die Spiegelung, wenn man sich überlegt, was die machen muss. Also die Vektoren in der Ebene, die werden ja natürlich durch die Spiegelung auf sich selbst abgebildet. Und der normale Vektor, der wird aber gespiegelt, also in den entgegengesetzten Vektor minus. Und wenn wir jetzt also die Matrix dazu bestimmen wollen, machen wir Folgendes. Ich sage erstmal B, also sozusagen, ich sage mal UVN, also die Matrix, deren Spalten diese drei Vektoren sind. Also ich werde das gleich noch mit einem Beispiel rechnen, aber okay, also schreiben wir das noch rein, weil B die Matrix, deren Spalten UVN sind. So, und jetzt, wenn wir uns anschauen, Matrix A gleich B mal diese Matrix, die wir hier vorher in dem Beispiel mit der XY-Ebene hatten, mal B hoch minus 1. Okay, schauen wir uns an, was das macht. Also U wird zunächst abgebildet auf B hoch minus 1 U, was ja der Vektor 1, 0, 0 ist. Dann durch diese Matrix wird der auch wieder abgebildet auf 1, 0, 0 und dann also auf B von 1, 0, 0, was U ist.
So, mit V ist das genau dasselbe. Diese Matrix bildet 001 auf 00-1 ab. Wir bekommen hier also B von 00-1, also minus n. B von 001 ist n und dann B von 00-1 ist dann entsprechend minus n. Das heißt also, A ist diese Kilo. Also im Prinzip hat man jetzt einen Vorteil, mit der man die Matrix A berechnen kann. Es ist jetzt noch, bei der praktischen Anwendung schwierig, dass man hier die inverse Matrix berechnen muss, was ziemlich viel Arbeit wäre. Also deshalb ist es günstiger, wenn man eben hier eine Orthonormalbasis gewählt hatte. Wenn U, V, N eine Orthonormalbasis sind, dann sind die Spalten hier also orthonormal und die Matrix ist eine orthogonale Matrix. Also diese Orthonormalbasis sind. Matrix B eine orthogonale Matrix also das heißt B mal B transponiert ist die Einheitsmatrix. Das heißt dann also, man bekommt B transponiert gleich B hoch minus 1. Und kann dann in dieser Formel hier statt B hoch minus 1 auch B transponiert schreiben, was viel einfacher zu berechnen ist.
Also nehmen wir mal das Ebene. Die Ebene gegeben ist durch die Gleichung x plus z gleich 0. Erstes brauchen wir erstmal eine Basis, eine möglichst harte Normalbasis der Ebene. Okay, also wir wollen eine Basis für den Lösungsraum dieser Gleichung. Also wenn es sich ändert, dann nehmen wir aber Algebra, wie man die Gleichung gelöst hat. Also x plus z gleich 0, das ist in dem Fall natürlich einfach, heißt einfach z gleich minus x und y ist beliebig. Und als Basis von dem Lösungsraum, okay, also sozusagen die Lösungen, die sind von der Form 1, 0, minus 1 mal x plus x mal 1 mal minus 1 plus y mal 0, 1, 0. Also z ist mal minus x und ansonsten sind x und y dann beliebig. Das heißt hier, also wenn wir eine Basis haben wollen, können wir also zum Beispiel nehmen 1, 0, minus 1 und 0, 1, 0. Okay, wenn man jetzt anschaut, also das ist jetzt noch keine Ortonormalbasis. Also zwar sind die beiden Vektoren senkrecht aufeinander, also wenn ich das Skalarprodukt ausrechne, da bekomme ich schon 0. Also die beiden Vektoren sind senkrecht aufeinander. Und der zweite hat auch länger längs, aber der erste, der hat, wenn ich die Länge ausrechne, Wurzel aus 1 plus 1 und Wurzel plus 2. Gut, also ich muss den ersten Vektor noch durch Wurzel 2 teilen, damit ich eine Ortonormalbasis bekomme. Also eine Ortonormalbasis ist, wenn ich den ersten Vektor durch Wurzel 2 teile. Den zweiten kann ich so stehen lassen, 0, 1, 0. Der hat schon länger 1. Gut, also das sind jetzt meine Vektoren u und v. Und dann den normalen Vektor kann ich als Kreuzprodukt berechnen. Die Matrix B, da schreiben wir jetzt also rein U, V und N. Also 1 durch Wurzel 2, 0, minus 1 durch Wurzel 2, dann 0, 1, 0 und schließlich N.
Gut, und wie gesagt, der Vorteil ist jetzt, dass wir jetzt detransponiert leicht berechnen können, also die Inverse der Matrix zu berechnen, dass wir einiges an Arbeit detransponiert können, natürlich einfach hinschreiben. Das ist die gespiegelte Matrix. Also einfach die Matrix gespiegelt an der Diagonalen. Okay. Und dann also hier erstmal diese beiden Matrizen hier. Okay, die 1, 2, 3, 0 und minus 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Thank you.